Bestandteil des zweiten Treffens der Medizinstipendiaten im Landkreis OSL am 4. April war ein Besuch im medizinischen Versorgungszentrum in Schwarzheide. Dort konnten die angehenden Mediziner mit Gesundheitsamtsleiterin Dr. Susanne Rosenthal und Fachärzten der Sana-Kliniken Niederlausitz in den Erfahrungsaustausch gehen, die Praxisräume der verschiedenen Fachabteilungen und Modelle der Niederlassung kennenlernen. Studieren ist immer eine sehr geldlose Sache, deswegen ist die finanzielle Unterstützung natürlich immer super vorteilhaft. Und warum ich mich für das OSL-Stipendium entschieden habe, ist zum Teil, weil ich hier familiäre Herkunft habe. Ich fühle mich in dem Landkreis eigentlich relativ zu Hause. Das Angebot, was geboten wird, ist auch sehr vorteilhaft und das kommt auch sehr gut zunutze und das unterstützt mich ungemein in meinem Studium. Rund um den Besuch im MVZ Schwarzheide gab es weitere Gesprächsrunden, bei denen auf Fragen, Ziele und den aktuellen Studienverlauf der Stipendiaten eingegangen wurde. Auch weiterhin können sich Studierende für ein Medizinstipendium beim Landkreis bewerben.